Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge. Arg. Ja, ich habe gerade mitten in der Nacht, ich weiß gar nicht, wie spät ist denn das? 4 Uhr, die Sonne müsste langsam hell werden. Gerade entdeckt, hier bei so einem kleinen Rundflug, einfach mal ums Camp, weil ich jetzt eigentlich gleich losziehen wollte. Ich wollte eigentlich gleich nochmal gucken, ob ich vielleicht noch ein paar Raptoren fangen kann. Ist mir doch ein weiterer Terizino aufgefallen, der hier direkt vor meinem Camp rumlungert. Ich hoffe mal, dass der gleich noch da ist. Wir werden sehen. Ich möchte jetzt einfach nur noch mal ein bisschen ganz kurz hier was weglegen, einfach um noch mal ein bisschen Gewicht einzusparen, weil ich denke mal, das ist genau der richtige Zeitpunkt. Das kann weg. Das kann jetzt auch ausnahmsweise mal weg. So, das können wir ruhig lassen. Steine könnten wir ruhig noch ein paar wegmachen, aber die brauchen wir doch. Ja, den Rest lasse ich jetzt einfach mal. Einfach um mal zu gucken, ob wir den nicht in die neue Falle locken können. Das heißt, wir werden jetzt hier tatsächlich mal austesten, ob die Falle funktioniert. So, und dafür werden wir ein bisschen anstänkern hier. Ich hoffe mal, dass Maria... Ah, sieht gut aus. Eigentlich haben wir immer noch ein bisschen zu viel Gewicht. Wir wollen mal gucken. Ich werde mal sehen, ob ich nicht doch vielleicht noch... ich sag mal, für den brauche ich natürlich kein Fleisch. So, das können wir noch ein bisschen einsparen. Und ich denke mal, ich brauche jetzt auch die Steine an der Stelle nicht. Ich pack's jetzt einfach mal weg. Also ich habe jetzt nicht mehr viel dabei. Maria. Ja gut, sieht eigentlich relativ gut aus. So, wir können jetzt auch ein bisschen was sehen. Das ist natürlich wichtig für das, was wir jetzt vorhaben. Oh. So, ich muss bloß mal gucken. Ob und wo. Da ist er. Das ist ein Stufe 29, habe ich irgendwie ausgemacht. So, wir müssen den jetzt im Prinzip erstmal nur nach unten locken. Mehr müssen wir gar nicht machen. Ich weiß nicht, wie schnell der ist. Das heißt, wir stänkern ihn jetzt ganz kurz an. Wir machen ihn jetzt nämlich sauer. Und dann versuchen wir ihn so weit... Au! Oh, das ist aber ein ganz schöner Schlag gewesen. Ah, kommt aber hinterher. Aber noch so einen Schlag vertrage ich natürlich nicht. Und daher hat uns... Oh nein! Da bleibt nur laufen. Das hat natürlich nicht so ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aha! Aber... nahe dran. So, jetzt muss ich direkt mal gucken. Wo bin ich jetzt? Da bin ich gestorben. Da will ich auch da respawnen. Ist alles nicht so schlimm. war natürlich nicht so ganz der Plan. Was? Ah, der Plan war gut. An der Ausführung hat es ein bisschen gehapert. So, jetzt muss ich erstmal gucken. so, es hilft ja nichts. So, wir wollen ihn ja trotzdem haben. Ich glaube, wenn das gut geklappt hat, ich glaube, er ist mir trotzdem in die Falle gegangen. Wir werden jetzt aber gleich vorsichtshalber mal gucken. Das heißt, wir haben ja glücklicherweise auch relativ viel dabei. Wir sind natürlich jetzt in der Falle. So, das brauchen wir definitiv. So ein Lump, echt. So ein Lump gibt's gar nicht. So, wir werden uns noch ein paar bauen. Ich hoffe mal, dass das ausreicht. Ich weiß nicht, ein 9 und der andere war natürlich von der Stufe nicht so hoch. Wir haben auch nicht ganz so viele gebraucht. Ich weiß nicht, obwohl ich werde jetzt erstmal Pfeile vielleicht auch lassen. Wenn wir Glück haben, reicht das mit den Pfeilen. Dann brauche ich da jetzt nicht unnötig noch irgendwas verschwenden. Das ist doch so typisch. Echt, ist so typisch. So, wir sollten vielleicht von hier oben erstmal gucken. Also theoretisch müsste er jetzt in der Falle sitzen. Aber rein praktisch weiß ich es nicht. Ich denke mal, das werden wir jetzt auch gleich erst feststellen.
wenn wir runterkommen. So, ich weiß, ich habe jetzt auch noch gar nicht geguckt. Ist mein Vogel eigentlich? Du wurde von einem... Nee, so wie das aussieht. Oh, habe ich die Furchtlose zumindest nicht mit in den ins Übel gerissen. Die Frage ist natürlich, ist er drin, ist er nicht drin? Ah, er ist nicht drin. Das war natürlich nicht so ganz der Plan. Das heißt... Oh, das ist die Aufregung, Leute. Das ist die Aufregung. Das heißt... Was? So, wir müssen erstmal laden, glaube ich. Der hat uns von draußen erwischt, ja. Du sag mir nicht, dass du da rauskommst, du Vogel. Sag mir nicht, dass du da rauskommst. Also die Falle hat eigentlich ganz gut funktioniert. Wie gesagt, an der Ausführung hat es gehabert. Der Plan war eigentlich ganz gut. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er so schnell ist. Das war der falsche Fehler. So, ich bin mal gespannt. Er wird ja nicht alles gleich kaputt kriegen. Von daher, eigentlich soll man auf den Kopf schießen, glaube ich, ne? Oder? Aber der Schaden ist so ziemlich der gleiche. So, das ist der Fluchtmoment. Eins. Zwei. Oh, er hat sich rausgepackt. Das gibt's ja wohl gar nicht. Hat ihm aber nicht so viel geholfen. So, und jetzt habe ich aber natürlich keine Bären und gar nichts da. Und da muss ich gleich erstmal gucken, wo mein Vogel geblieben ist. Also die Falle ist noch ausbaufähig. Ich hätte die 3 oder 4 breit machen sollen. Die Falle ist definitiv noch ausbaufähig. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ist mein Vogel geblieben. So, der hat ja zwar nicht so viele Bären da jetzt, aber jetzt ist tatsächlich, wir werden gucken. Ich hoffe mal, der kommt nicht wieder so schnell zu sich. Da ist sie. So, wohlbehalten. So, ich muss jetzt unbedingt... Betäubungsmittel und noch ein paar Meobären. So, ich glaube, die sollten eigentlich reichen. Und ganz wichtig, Betäubungsmittel. Das gibt's gar nicht, oder? Ja, das gibt's gar nicht. So, dann kann ich mir gleich in aller Ruhe meinen Kram holen. So, ich hoffe mal, das dürfte eigentlich mit ein bisschen Glück... Also ich würde jetzt ordentlich Betäubungsmittel erstmal reinhauen. Mensch, ich weiß gar nicht warum. Also die sind ja relativ immun gegen... So, Benommenheit und noch Meobären. So, also haben wir es. Es gibt auch extra so ein Zeug, was die gerne mögen. Wir werden jetzt auf alle Fälle die Benommenheit da noch ein bisschen... steigern. So, da, bewusstlos.
So, hat gar nicht so viel Schaden gekriegt. Zähmung hat natürlich noch nicht eingesetzt. Das dauert jetzt noch einen Moment. Ja, Bewusstlosigkeit steigt gerade wieder. Zur Not muss ich eben noch fleißig Narko wehren. Ich weiß natürlich nicht, ob es reicht. Ich hoffe mal, dass das Zeug jetzt reicht. Ja, komm, das sind 250. Also das wird ja wohl reichen. Irre, echt irre. So, Effektivität 83,2. Ist natürlich schon. Aber ich habe jetzt natürlich auch nicht mit dem Bogen gearbeitet. Ein Bogen wäre schöner gewesen. So, und ich weiß jetzt, also das Ding muss auf alle Fälle noch ein bisschen größer und ein bisschen höher. Aber vom Grundprinzip, gut, für so Riesenbiester wie den ist das eben nicht geeignet. So. Ja. Deshalb hat es wahrscheinlich auch beim ersten Mal schon nicht so richtig geklappt, ja? Aber die Tendenz ist gut erkennbar, oder? Finde ich. Oh, wer liegt denn da? Ach, das bin ich. So, komm, wollen wir alles haben? Machen wir alles rüber. Also zu klein, die Falle. Definitiv zu klein. Die muss dann so sein, dass man mittig rüberlaufen kann. Da ist die Chance dann einfach ein bisschen größer. So, wie sieht es hier aus? Zähmung, Bewusstlosigkeit ist ja noch top. Zähmung dürfte gerne noch ein bisschen besser sein, aber gut. 83,2 ist natürlich ein bisschen schade. Aber ist okay. Ja, ist okay. Komm, das ist 29, dann haben wir nachher einen 35er. Das ist schon okay. Ich kann da jetzt mit leben. Also dafür, dass es geklappt hat, da bin ich sehr zufrieden. War da jetzt eigentlich noch irgendwas drin? Nee, ne? Oder? Es ist ja bekloppt, oder? So, da frisst natürlich anderes Zeug viel, viel lieber. So, ich muss jetzt erstmal hier. Kann ich das reparieren? Ja. So, das legen wir erstmal wieder an. Legen wir erstmal wieder an. So, wir ziehen uns erstmal wieder an. So. Das Zeug können wir gleich wegschmeißen. Das können wir jetzt auch erstmal wegschmeißen. Können wir auch erstmal wegschmeißen. Was muss ich eigentlich noch irgendwie was loswerden? So, dann haben wir doch noch. Die Brille schmeißen wir weg. So, und den schmeiß ich jetzt auch weg. So, und das schmeiß ich jetzt weg. Davon habe ich schon so viel. So, das kann jetzt auch weg. Ich meine, vielleicht will ich es irgendwann mal bereuen, aber jetzt kommt es erstmal weg. So, das ist auch sehr gut. Alles andere brauchen wir auch noch. Die Pfeile brauchen wir eigentlich jetzt erstmal nicht mehr so viele. Da können wir tatsächlich... So, die können wir mal halbieren. Und... Ja, das ist okay. Und das können wir auch da schon mal erstmal reinschmeißen. Obwohl, da könnten wir uns... Irgendwann machen wir uns dann auch wieder neu davon. Wir können auch gerne wieder ein bisschen Fleisch dann hier mitnehmen. So, das können wir mal mitnehmen. Die Steine nehmen wir auch mal mit. So, und jetzt kann ich hier eigentlich auch im Prinzip die Axt wieder mitnehmen. Und die nehmen wir natürlich auch wieder mit. Obwohl die da hinten besser ist, ne? Nehmen wir die mit. So. So, habe ich jetzt noch irgendwie was? Ne, ich glaube, ich bin jetzt wieder voll ausgestattet, oder? Ach ja, die Armbrust kann wieder weg. So, ich sollte jetzt nur nicht zu lange hier rumtrödeln, sonst könnte das natürlich sein, dass ich den Moment verpasse, wann ich wieder... So, einmal schnell runter. Ah, er liegt dann noch bewusstlos. Oder sie, ich weiß ich gar nicht. Ja, so ein halber Erfolg, ne, oder? Sehe ich das richtig? Ja, sieht noch gut aus, aber auch ein Weibchen. Ja, Bewusstlosigkeit lässt nämlich schon nach. So, das wird auch nochmal ein bisschen runtersinken, schätze ich mal. So, das habe ich aber dabei. So, da hauen wir nochmal ordentlich rein. So, war da jetzt noch irgendwas drin, was ich nicht mitnehmen konnte? Auf Grund irgendwie was. Nee, ich hab alles. Ich hab echt alles.
Ja, beim Versuch, guck mal, der ist gar nicht hinterhergekommen. Der hat mich von draußen erwischt, ja. Das ist natürlich nicht so schön. Aber ansonsten, von der Grundidee ist das schon gut. Ich muss es nur größer machen. Das könnte natürlich auch für einige andere brauchen. Ich sag mal, das ist so für mittelgroße Dinos scheint das ganz gut zu sein. Aber für die ganz großen nicht. So, was wollen wir? Wen nehmen wir mit? Komm, wir nehmen die Gang mit, glaube ich. Wenn ich sie denn finde. So, was hast du für eine Stufe? Sag mal. 28. Ja, gut, okay. Wasser. Da stehen sie doch. Nimm doch die so lang. So, ich glaube nämlich, die sind auch noch. Genau. Dann kommt mal mit. Für den bin ich jetzt auch gerade zu schwer. Für sie. So, seid ihr beide da? Nein, natürlich nicht. Dorothea. Hier lang. Das andere Tor funktioniert besser. Ich glaube, ich werde in der nächsten Basis auch ein größeres Tor tatsächlich aufbauen. Weil man jetzt ein bisschen auf den Keks geht, wenn die da ständig hängen bleiben. So, er springt auch. Sie springt auch nicht so hoch. So, ihr bleibt mal schön hier. Mal gucken, was wir... Vielleicht brauche ich euch noch. So, Bewusstlosigkeit, Zähmung steigt aber. So, dann hätte ich zwei Tirizino, was gar nicht so schlecht ist. Aber, also... War ein bisschen knapp, ja? War ein bisschen knapp, aber... Also, richtig gut. Also, von der Idee, von der Grundidee... Besser als das andere. Ich habe immer ein bisschen Bammel auch bei den Toren gehabt, dass ich die vielleicht nicht mehr schnell genug... Man hat es jetzt gesehen. Ich hätte allerdings auch, wenn ich jetzt rausgekommen wäre tatsächlich, so wie ich das ursprünglich vorgehabt hätte hier, so wäre ich nicht so panisch gewesen wäre, hätte mir das tatsächlich auch nicht geholfen, weil dann hätte der Terizino mich hier fertig gemacht. Total verrückt. Echt. So, was können wir denn hier nochmal machen? Gesundheit, Nahkampf, ich würde mal sagen Nahkampfschaden, oder? Kein Wunder. Das ist ja so typisch, oder? Das ist ja so typisch. Mein Gott, hast du... Du hast echt das ganze Fressen, oder? Alter, was habe ich da? Ich habe nicht aufgepasst. Was haben wir denn da noch erledigt, was ich nicht ausgepackt habe beim letzten Mal? Irgendwas habe ich ja scheinbar nicht ausgepackt, was ich gar nicht so mitgekriegt habe. Gift einer Titanbohrer. Ja, ich bin ein bisschen rumgezogen. Was haben wir hier? Chitinhelm. Mir scheint, ich habe beim letzten Mal nicht ausgepackt. So, wie sieht's mit dir aus? Hast du auch so viel? Na. Eduard, war das Eduard? Das war Eduard, ja. Und hier, Dorothea, wie sieht es bei dir aus? Dorothea hat nicht so viel. Nee, Gewicht wollte ich eigentlich nicht. Ah, ist egal jetzt. So, machen wir das erstmal so. Eduard, gibst du mal ein bisschen Fleisch ab, ja? Wahnsinn. Achso, ich darf jetzt hier den nicht vergessen, ne? Sonst... Ah, siehst du? Bewusstlosigkeit. Da hauen wir die 15 jetzt auf alle Fälle mal rein. So, na immer noch 12 Level. 21, 31, 41. Ja, immerhin. Könnte klappen, muss aber nicht. Ich mach gleich nochmal 5 hinterher. So. Und dann schauen wir gleich nochmal.
hast aber auch eine Menge eingepackt. Kein Wunder, dass du kaum noch laufen kannst. Und ich habe gedacht, ich habe doch gar nicht so viel dabei. Jetzt verstehe ich das auch. So, leider fange ich mit dir jetzt nichts mehr an. Ansonsten schon super. Also auch super zum Farmen. Es ist ja verrückt. Kommt noch gar nicht drüber weg. Ja, die Falle. Die nächste wird größer. Ich könnte die natürlich jetzt noch ein bisschen vergrößern. Also ich müsste ja nur das Fundament hier noch ein bisschen erweitern auf der Seite. Gut, das müsste ich da alles, die komplette Seite müsste ich wegreißen. Fundament noch um ein Element erweitern, so auf drei. Ich glaube, dann kann das richtig gut funktionieren. Also auch für größere Dinos. So an dem Trick, also der hat jetzt einfach ein bisschen fiesen Schaden auch gemacht. Ich hätte ein bisschen höher nur fliegen müssen. Wäre auch gar nichts los gewesen. Hab da nicht mit gerechnet, dass der echt so flink ist. So, steigt die Bewusstlosigkeit oder sinkt sie? Ah, sie steigt noch. Gut, dann ist alles okay. Megabären frisst er noch, alles klar. Ja, mach mal weiter. So, ich habe natürlich keinen Stein mehr. Was brauche ich denn alles für Fundament? Ich brauche ja auch Holz und sowas, ne? Ein bisschen Holz hätte ich. Könnte natürlich einfach mal versuchen. Mal gucken, ich weiß nicht, wie viel ich für ein Fundament brauche. Ne, Quatsch, ich wollte nicht so viel Feuerstein haben. Ich glaube 60, glaube ich. Müssen wir mal gucken. Herstellung. Steinfundament. Brauche ich tatsächlich noch ein bisschen Holz. An Holz scheitert es gerade. So, das sollte definitiv reichen. So, möchte ich das hier noch erweitern? Also ich sag mal, ein Momentchen bin ich ja schon noch hier. Nicht, dass wir... Jetzt sind die Benommenheit wieder ab. Dann würde ich vielleicht gerne noch ein bisschen was reintun. Damit mir da auch ja nichts schief geht. Die gehen nicht oder was? Doch. So, kann ich vielleicht schon ein zweites bauen? Wahrscheinlich nicht, oder? Reicht wahrscheinlich nicht. Ne, mir fehlt noch mini bisschen Stein. Aber wir wollen das auf alle Fälle, wollen wir das schon mal aufbauen. Dann sind wir das vom Gewicht schon mal los. Da kriege ich ein bisschen Stein. Da kommt jetzt noch alles. Da haben wir auch noch ein bisschen. Und dann können wir die noch ein bisschen erweitern. Wie viel können wir? Einmal. Und jetzt? Brauche ich noch ein bisschen Holz und mini bisschen Stein. Einen Stein kriege ich hier, definitiv. Das müsste schon reichen. Und jetzt brauchen wir noch ein mini bisschen Holz. Also mini bisschen ist auch eine ziemlich direkte und besonders genaue Angabe. So, gleich ist natürlich Holz. Ich hätte Otto mitnehmen sollen, glaube ich. So, jetzt werde ich gleich noch ein bisschen Holz davon bekommen. Das heißt, dann können wir das wahrscheinlich ein bisschen weiter ausbauen. So, von der Höhe, ich müsste es, theoretisch müsste ich es auch höher machen, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie der da eben rausgekommen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das was mit der Höhe zu tun hatte. Ja, da müssen wir dann, ja, das ist dann, ich sag mal, das wird noch ein bisschen Feinjustierung werde ich hier noch brauchen. Ich hoffe natürlich nicht, dass das so viele Tode dann verursacht. Oh, ich habe das sogar vier lang gemacht, weil ich dachte, besser ist besser. So, was fehlt mir denn jetzt? Für das dritte wahrscheinlich alles komplett, oder? Nee, nur Stein. Stein kriege ich hier. Aber nicht mehr so viel. Muss ich hier ein bisschen. Auch gut. Nämlich, ist ja egal. Stein ist Stein. So, das müsste aber reichen.
So, dann kann ich hier so lange mal gucken, wie es hier aussieht. Das sieht bisher ganz gut aus. Bewusstlosigkeit lässt natürlich wieder nach. Aber trotzdem habe ich ein gutes Gefühl. Ich habe ja auch noch ein paar von den Dingern. Also wir machen jetzt wieder 15, mache ich mal. War ja noch nicht ganz auf halb. So, und ich glaube, ich sollte Otto holen. Otto kann auch ein bisschen Fleischreserven noch tragen. Otto stark. Otto stark und Otto schnell. Da brauche ich nicht so viel laufen. Ich hole mal Otto. Oh, ich könnte mal einen Schluck trinken, wo ich gerade hier unten bin. Und essen könnte ich, glaube ich, auch was. So, Otto. So, wo ist der gute Otto? So, das ist ein düsterer Himmel irgendwie, ne? Gar nicht mal so schön. Gar nicht mal so schön. Ich könnte auch Ummel nehmen, aber ich brauche nicht so viel. Obwohl, wir brauchen natürlich jetzt auch gleich viel Holz. Aber wir nehmen trotzdem Otto. So, die scheinen mir echt knackig zu sein, so im Kampf. Aber wenn wir jetzt irgendwie mal ein Terizino... Wir werden auch gucken müssen, wenn wir rumziehen. Also ich habe auch schon eigentlich ganz gute Ideen, wie wir das so hinkriegen, im Großen und Ganzen. So, jetzt wollen wir einfach mal gucken. Wie sieht's aus? Bewusstlosigkeit sieht gut aus. So, ich mag Otto, weil Otto ist schnell zum einen. Und kann eben auch von der Gewichtsgeschichte... So, also das bleiben wir nicht reparieren. Das werden wir abreißen. War auch ganz raffiniert, das mit dieser Seite zu machen. So, dann brauchen wir auf alle Fälle noch normale Wände erstmal. Ich weiß auch gar nicht, ob ich noch welche, wie viel kann ich bauen? 2 Stück. Wahrscheinlich liegt es an den Fasern. Nee, doch am Holz. Fasern habe ich noch gut. Stroh habe ich aber auch gar nicht mehr so viel, muss man sagen. So. Gut, da können wir die Seite zumindest schon mal fertig bauen hier. Darf jetzt bloß nichts, gerade nichts kommen, was ich fangen will. So, Otto, wir brauchen Holz. Da wäre natürlich tatsächlich jetzt der Terizino genau das Richtige. Aber wir kriegen das auch... Oh, einmal ganz kurz hier gucken. Ja, ich vergesse es immer wieder. Man denkt immer, man hat ewig Zeit. Aber bei dem ist das mit der Bewusstlosigkeit immer so eine Sache. Ja. Also schreitet auf alle Fälle, schreitet es fort. So, machen wir nochmal 5 rein. Dann wird es auf alle Fälle wieder besser. Und ich kann einfach mal ein bisschen Holz mir besorgen in der Zeit. Hier zum Beispiel. So, ich habe noch... Trag gar nicht so viel dabei. So, dann können wir hier hinten den auch noch... Und den da unten, glaube ich, auch. Da kommen aus diesen alten, großen, kommt komischerweise. Geht immer so. Also vom Holz. Weiß nicht, ob das einen besonderen Grund hat. Manchmal aus diesen alten Stumpen oder so. Da kriege ich auch manchmal richtig viel Holz. Aber das kann auch einfach eine Einbildung sein. So, ein kurzer Blick. Eine kurze Kontrolle. So, 83,2. Es geht noch, ne? Mit der Effektivität. Wundert mich ein bisschen fast. Hast du eigentlich noch... Futter hast du noch. Gut. Bewusstlosigkeit sieht auch gut aus gerade. Sehr gut. So, hier auf der Seite, da brauchen wir noch normale. 2 Stück brauchen wir da. Das war eine Wand, ne? Oder? Ne, ein Holzfenster. Holzfenster will ich nicht. Da. Ich brauche aber nur erstmal 2. Die sind jetzt für die andere Seite. Und dann brauchen wir noch... Davon brauchen wir noch 3, genau. Ich glaube, 4 brauchen wir eigentlich tatsächlich. Aber es macht nichts. Wir bauen erstmal die. Und dann ist die Frage, wo dran ist jetzt am Ende? Wahrscheinlich am Holz, aber ich habe ja im Dino noch ein bisschen. Im Dino noch ein bisschen. So. Das sieht gut aus.
Schauen wir mal, ob es reicht. So, ich brauche jetzt aber nur noch ein. Eins. Und dann brauche ich wieder tatsächlich wieder Wände. Nee, nicht Fenster. Ich habe schon mal Fenster aus Versehen gebaut. Das ist immer ätzend. So, weil da nehme ich ihn ja unter Beschuss dann, den Dino. Also wir werden das schon nochmal. Es wird sich bestimmt nochmal eine Gelegenheit ergeben, wo wir das dann doch tatsächlich nochmal ausrollen. Vielleicht mit einem anderen. Vielleicht ein Triceratops oder sowas. Vielleicht. So, Bewusstlosigkeit immer. Also was die an, wahrscheinlich war es aber auch so ein eigentlich ziemlich starkes, gut brauchbares Vieh ist. Aber was die hier an Narkosemitteln brauchen, das ist ja irre. Bisher ja noch das erste Mal ewig, wo ich da mit Narkobären mein Glück versucht habe. So, die Frage ist, was fehlt uns? Für noch eine Wand? Holz oder was brauchen wir? An Holz. Aber Holz ist nicht so schlimm. Weil wir haben, glaube ich, noch, ne? Oder? Haben wir noch? So, wie viele Wände habe ich denn? Weiß ich gar nicht. Also ist aber auch egal. Eine 3 kann ich auf alle Fälle brauchen, glaube ich. So, und dann wäre natürlich die Frage... Achso, habe ich gleich unten reingebaut. So, dann müssen die Rampen muss natürlich noch erweitert werden. Und ich würde fast sagen, aber ich weiß noch nicht so ganz wie, wenn wir jetzt hier noch 2 hochbauen, aber der ist da hinten irgendwo rausgekommen, ne? Also wenn ich jetzt noch eine Nummer höher baue, wäre vielleicht ganz raffiniert. Jetzt ist nur die Frage, woran fehlt es? Holz oder fehlt es an was anderem? Jetzt fehlt es an allem. Also Fasern, Holz, Stroh, alles. Komplettes Programm. Wie sieht es hier aus? Bewusstlosigkeit steigt noch. Zähmung steigt auch. Sieht gut aus. Also wir brauchen. Stroh ist nachher nicht so das große Problem. So, wir gehen mal darüber und dann holen wir mal noch ein bisschen Holz. Und dann bauen wir das weiter aus. Also das bauen wir jetzt so nebenher so fertig. Also, ich hätte, also ein schöner Triceratops würde mich noch reizen, ehrlich. So, und ich glaube, dass wenn das mit der Falle gut funktioniert... Oh. Otto? Ich weiß nur nicht, ob Otto da jetzt drauf reagiert, aber bestimmt. Ja. Otto, noch ein Stückchen, bitte. Nein, Otto will nicht. So, jetzt die Frage. Nee, keine Chance. Okay, muss ein bisschen was abwerfen erstmal. Machen wir das kurz. Können wir ja gleich wieder einsammeln. Otto, ich hatte eigentlich gehofft, dass du ein bisschen näher kommst, ja? So, wo ist denn das Päckchen hingefallen? Da. So, kommt da auch gleich rein. Otto, dann brauchst du mir jetzt aber allerdings auch nicht mehr folgen. Dann werden wir dich jetzt einfach direkt reiten. So, da brauchten wir ja noch ein bisschen Stroh auf alle Fälle. Aber wahrscheinlich gar nicht so viel. So, und jetzt brauchen wir noch Fasern. Fasern müssen wir noch sammeln. Dann müssen wir mal gucken, ob das ausreicht. Also wie gesagt, ich brauche ja auch noch. Wir müssen auch die Rampe noch erweitern. So, aber es sieht gut aus, finde ich. So. So, fatal wäre, da habe ich immer ein bisschen Bammel davor, dass ich den Punkt vergesse und mit einmal, so wie jetzt wieder. Ja, das ist natürlich so, das brennt sich auch fest, ne? Wie beim ersten Mal, wo es ewig gedauert hat und das letzte Stück hat mir noch gefehlt. So, aber das war noch jetzt schon, ja, ich will nicht sagen profimäßig, ja, aber ich fand, das war schon gut eigentlich. So, Effektivität geht jetzt erstmal nicht weiter runter. So, dann können wir hier hinten jetzt erstmal ein bisschen noch bauen. So, und wir werden... ich möchte auf alle Fälle noch Wände haben. Gut, hat Otto im Inventar, geht also noch nicht. So. Können
Können wir ruhig alles. Es macht nichts, ich muss mich gerade nicht bewegen. So, wie viel Wände? Nee, so viel brauche ich nicht. 1, 2 brauche ich da. 4 brauche ich hier, sind 6. Ja, brauche ich doch, wa? Na, wir bauen erstmal die 6. Da bei der Rampe ist das ja ein bisschen unglücklich. Da sollte ich das natürlich nicht bauen. Aber es kann natürlich sein, wenn er da rüber kommt, dann habe ich schlechte Karten, ne? Aber ich glaube zum Beispiel ein Triceratops kommt da, glaube ich, nicht rüber. Da, genau. Weil das möchte ich noch eine Nummer höher haben. Also da kommen sie zumindest auf der Seite nicht mehr raus. So, jetzt hätte man das natürlich hier von Haus aus größer bauen können. Also die Rampe noch höher. Aber das lasse ich jetzt tatsächlich so. So, aber da, also ich sag mal, auf den Seiten kommen die nicht mehr raus. Das heißt, die können eigentlich nur noch vorne und hinten raus. Was ja auch schon schlimm genug ist. Also ich werde es jetzt wahrscheinlich nicht nochmal mit dem Triceratops, Terizino werde ich es wahrscheinlich nicht nochmal versuchen. Naja, ein bisschen müssen wir schon noch. Die Frage ist eben, reicht's, ja? Wir werden da, ich werde jetzt auf alle Fälle nochmal ein bisschen was rein. Komm, 10 können wir nochmal rein. So, und dann könnte es eigentlich ganz gut klappen. So, und dann müssen wir die Rampe noch. Also wie gesagt, ich sag mal, in dem Moment, in dem ich jetzt zum Beispiel sage, ich baue jetzt hier auch die Wände, also ich würde jetzt die Wände nochmal neu und die Rampen dann auch nochmal neu. Die könnte ich natürlich oben dann dran setzen. Das müsste ja theoretisch, müsste es ja sogar funktionieren. Dann kommen die definitiv auch nicht mehr raus. Also so, ups. So hat man jetzt gesehen, das ist ein bisschen riskant. Also ein bisschen riskant ist das schon. Ich baue das jetzt, komm, ich baue das jetzt, was soll's. Wir bauen das jetzt mal eine Nummer höher, aber nur da. Und dann gucken wir mal nachher, ob das mit den Rampen hinhaut. Auf der Höhe. So, und dann brauche ich natürlich noch eine Rampe. Mindestens eine. Ich würde auch zwei bauen, wenn es geht. Ne, zwei geht nicht, aber das macht nichts. So, und dann bauen wir nämlich da jetzt einfach mal hier eine Wand hin. Und dann gucken wir mal, ob wir da... falsche Taste. Ob wir da die Rampe auch dran bauen können. Und wenn das nämlich geht da oben, ich denke mal, dass es gehen wird. Genau. Dann können wir jetzt alles andere hier unten erstmal wegreißen. Ups. So, die reißen wir da nämlich ab. Da kriegen wir auch noch ein bisschen Holz. Na, lang genug. Warte. So, jetzt ist eben die Frage. So, jetzt müssen wir noch Wände bauen. Wenn wir denn noch welche bauen können. Wie viel? 2. Genau, brauche ich auch. Und dann würde ich mal sagen, kann mir eigentlich nichts mehr passieren. Oder? So, gut. Schön ist anders, gebe ich zu. So, jetzt brauchen wir aber nachher noch Holz und sowas. 10. Also jetzt sollte das schon... Eigentlich automatisch. So, ich glaube, ich mache es mir jetzt ein bisschen leicht, ne? Also Urmel oben, dann würde ich hier sagen, nennen wir die einen Murmel. Ja? Und ich habe den krassen Carsten nicht vergessen. Dann hätte ich nach da oben brüllen müssen. Ich meine, er kann ja nichts dafür. Sie kann ja nichts dafür. So, was fehlt uns noch? Wir brauchen jetzt also Rampen. Und für die Rampen fehlt uns... Da. Super. Murmel, willkommen im Team. So, jetzt habe ich das hier ausgeschaltet. Was fehlt uns? Holz. Du wärst ja eigentlich prädestiniert dafür. Aber wir sind jetzt hier erstmal... Gut, Entfernungsgeschwindigkeit ganz weit weg wahrscheinlich. Was ja auch nicht so schlimm ist. Guck mal, kommt gar nicht. Ist vielleicht eingeklemmt da von den Raptoren. Von den Raptoren in die Mangel genommen. Aber er gehört jetzt zum Team. Soll nett zu ihm sein. Ihr.
Muss ich mich erst dran gewöhnen. Die Biester sind so groß, weiß auch nicht. Gut, das sagt jetzt nichts aus, ne? Aber. So, dann nehmen wir noch einen mit. Den. Ah, ich mache mir mein ganzes Palmenparadies, mache ich mir kaputt hier, Leute. Ja, aber ziehen eh bald um. Kann man jetzt alles noch dem Erdboden gleich machen. So, nee, bleib ruhig da. Bleib ruhig erstmal da. Bleib ruhig erstmal da. Wir werden noch eine schöne Reise machen, glaube ich. Ich muss noch ganz viel Holz und so haben. So, jetzt brauchen wir ein erstes, das Einzige, was wir, nee, wir brauchen nochmal Wände für die andere Seite. Brauchen wir auf alle Fälle nochmal 3 Wände. Und dann brauchen wir, wie viel kann ich? Machen wir 2, ist auch okay. So, und wenn das so klappt, ich fand jetzt auch von den Rohstoffkosten gut, es dauert einen Moment, klar. Ja, aber ich fand das jetzt, das wollte ich doch gar nicht, noch eine. Aber ich fand das jetzt tatsächlich gar nicht mal so schlimm. So. Ich fand, das war noch so einigermaßen überschaubar jetzt tatsächlich. Ne, nicht abreißen bitte. So, ab und zu muss man die natürlich reparieren. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, an dem neuen Standort, könnte ich mir zum Beispiel schon ganz gut vorstellen, dass das eigentlich im Großen und Ganzen dann da so für so manche Saurier wirklich gut funktioniert. Ich muss bloß ein bisschen vorsichtiger sein. Das Manöver, das muss ich natürlich noch ein bisschen üben, scheint mir. So, weil theoretisch kann man die ja auch tatsächlich... So, habe ich jetzt noch irgendwie Material für Rampen? Ja, eine kann ich noch bauen. Und dann hapert es an Fasern und an Holz. So, ich habe leider den Sattel für den Terizino nicht dabei. Sonst würde ich den jetzt fürs Holz nehmen. Weil es natürlich ein bisschen schneller geht. Und auch das Material ein bisschen schont. Und der dann zeitgleich natürlich auch noch ein paar Erfahrungspunkte dabei bekommt. So, wir brauchen noch ein bisschen. So, einen nehmen wir noch mit. Und dann hoffen wir einfach, dass es reicht. Es ist so schwer. Oh, ich freue mich schon auf den nächsten Versuch direkt. Sogar für Otto zu viel. Gut, ich muss erstmal Rampen bauen. Es fehlen ja die Fasern. Fällt mir gerade mal ein. So, und ich kann auch mal was essen so nebenher. Otto, dann bauen wir erst. Sogar für Otto zu schwer. Wobei, ich könnte ihn auch hinterherlaufen lassen, ne? Das soll auch nicht immer so faul sein. Aber trotzdem. So, Otto, du kannst aber, meinetwegen kannst du die Beeren haben. Hier, fällt mir mal auf. So, dann möchte ich ein bisschen Holz haben. Herstellung. Und dann werden wir hier nochmal, wie viel können wir bauen? 3. Bauen wir auch. Und dann bauen wir die auch noch. So, meistens das Endmaterial ja ein bisschen leichter. Das heißt, wir können uns jetzt schon langsam wieder bewegen. Und dann kriegen wir die auch noch fertig. Oh, ich freue mich. Jetzt muss uns nur noch natürlich irgendwie... Triceratops wird natürlich schon ein bisschen schwierig sein, wenn der sich nicht hier gerade rumtreibt. Aber ab und zu treiben sich ja doch welche hier auch rum. Na? Bisschen weg. So. Wie viel habe ich noch? Ja, 3 habe ich noch. Das heißt, das geht definitiv noch. Und das auch. Wenn die Dinos natürlich jetzt nicht so groß sind, dann kann ich sie theoretisch auch von hier oben beschießen. Theoretisch.
So, normalerweise setze ich ja auch lieber den Bogen ein. Der macht ja nicht so viel Schaden. Da wirkt dann schon eher ein bisschen die Betäubung. So, können wir noch was bauen von den Rampen? Und zwar, nein, jetzt fehlt schon wieder Holz. Aber wir haben doch noch Holz, glaube ich. Otto hat, glaube ich, noch Holz, oder? Ja, Otto hat noch Holz. Zwei, ja, die werden wir auch definitiv brauchen. Nochmal zwei, die werden wir auch definitiv brauchen. So, und dann fehlt es wahrscheinlich nachher auch irgendwie an den Fasern schon wieder. Und dunkel wird es natürlich auch. Ah, es reicht nicht. Mehr habe ich nicht. Ne, mehr habe ich wohl nicht. So, und jetzt fehlt es nämlich an Holz. So, also das baue ich auf alle Fälle noch fertig. Da könnt ihr doch verlassen. Und ich denke mal, dass wir da auf alle Fälle auch noch einen weiteren Versuch irgendwann unternehmen werden. Ich denke mal, das wird auf alle Fälle auch kommen. So, was mache ich mit euch? So, der folgt ja auch Elfriede. Dann kann ich Elfriede auch folgen lassen. So, und dann gehen wir nämlich schon mal wieder zurück ins Camp jetzt. So, ich weiß auch nicht. Dann gehen wir nämlich schon mal wieder zurück ins Camp. Und ich baue das noch fertig, ja. Und da wird sich definitiv... Oh, jetzt wird sich aber auch Stockduster auf mal. So, also Murmel ist auf alle Fälle da. So, Murmel, du kannst jetzt erstmal hier warten, bitte. So, wo sind denn die anderen? Also ich muss mal kurz die Tür zumachen. Warum hockt ihr denn bitte hier? So, du sollst Otto nicht mehr folgen. Ja, dann klar. Was? So, aber die folgen Elfriede. Ja, sehr gut. Ja, ist zu viel Gewicht, ne? Das ist einfach zu viel Gewicht. Die muss ich auch mal entladen. Wie gesagt, Fleischsorgen habe ich jetzt auch erstmal demnach nicht mehr. Da ist genug drin. Da ist auch das eine oder andere wirklich Interessante mit drin. Wir werden uns auf alle Fälle, werden wir jetzt beim nächsten Mal, ich weiß hier noch nicht, mal gucken, was sich ergibt. Wenn sich so beim Farmen noch irgendwie was ergibt, denke ich mal, werde ich bestimmt wieder einschalten. So, wenn ich jetzt absteige, rennt sie los, ne? Oder? Genau. So, weil sie ja Murmel folgen soll eigentlich. Ah, nee, Otto, genau. So, und du folgst jetzt nämlich mal mir. Und dann würde ich mal sagen, jetzt folgt ihr erstmal gar kein mehr. So, ihr auch übrigens. So, super, das soll es gewesen sein. Fand ich gut jetzt. Also, hat mir gefallen. Hat natürlich ein Leben gekostet, aber hier war es ja nicht ganz so dramatisch. Ich sag mal, der Materialverschleiß war auch nicht ganz so schlimm. Das ist die Falle, wenn vielleicht auch nicht ganz, aber schon ziemlich, ziemlich nah dran. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Wir werden mal gucken, was wir damit noch fangen können, bevor wir dann tatsächlich den Umzug umgehen. Ich werde ein bisschen Material auf alle Fälle noch farmen. Ich wollte noch ein bisschen Metall zusammen farmen hier, weil das natürlich hier sich gerade auch ein bisschen anbietet. Ich wollte hier vielleicht schon mal ein bisschen Holz vorbereiten. Ich habe noch so ein bisschen spinnige Idee, wie wir den Umzug gestalten. Wir lassen uns mal überraschen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.